Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir einiges vor, weil wir wollen ein paar Packs öffnen. Dazu werde ich erstmal meine Umtauschpunkte vom World Cup Modus benutzen und da wollen wir dann Gold und Elite-Spieler kriegen. Also Goldspieler kriegen wir, Elite-Spieler wollen wir haben und wir werden auch noch im World Cup Modus haben wir noch ein bisschen Boni einzutauschen und da haben wir glaube ich sogar alle Elite-Spieler safe, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt erstmal gehen Grüße raus an den Julian, den soll ich grüßen. Und deswegen grüße ich ihn jetzt auch. Und dann habe ich noch was. In meinem letzten Video, wo wir auf dem Markt Spiele eingekauft haben, das finde ich ein bisschen, ja, das ist top. Das Video stand jetzt über 80 Aufrufe, ich glaube 16 Likes. Aber was mich nervt, wir haben 11 Dislikes. Und das Problem dabei ist, wenn derjenige das Video anschaut, möchte ich einfach nur darauf hinweisen, ich gehe davon aus, dass es nur einer, der mehrere Fake-Accounts hat. Weil ich glaube nicht, dass wir nach 19 Minuten 11 verschiedene Leute in mein Video disliken. Also das ist wahrscheinlich KrankTV, der ist bei anderen FIFA Mobile YouTubern auch und disliked da einiges. Aber das Problem ist, ich vermute, dass es KrankTV ist. Ich finde es einfach blöd, ich habe nichts gegen den Dislike. Aber da möchte ich auch wirklich wissen, was ich besser machen kann. Und deshalb ist Dislike eigentlich so sinnlos. Also wenn ihr seht, dass euch das Video nicht gefallen hat, könnt ihr mir ruhig ein Dislike geben. Aber dann würde ich mir freuen, wenn ihr einen Grund angibt, warum euch das Video nicht gefallen hat, damit ich es im nächsten Video besser machen kann. Also nur dazu, ich vermute, dass du 11 Fake-Accounts hast, also insgesamt 11 Accounts. Aber ich finde es einfach unehrenhaft, ohne Begründung. Vielleicht hast du keine Hobbys, vielleicht ist auch irgendein anderer Grund, aber deswegen wäre es halt cool, wenn diejenigen, die disliken, dazu was sagen würden. Wir gehen gleich mal zu den Umtauschpunkten und wir können jetzt durch diese Umtauschpunkte können wir ein Set öffnen. Da sind 10 Gold Plus Spieler drin, also ich glaube auch Elite Spieler können drin sein und es hat quasi so einen Wert von 100, von 1000 Points und 1000 Points sind 10 Euro wert, also ist es ein cooles Set und wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht sogar einen Elite Spieler, wobei ich ja eher pessimistisch bin. Hier haben wir einen Mexikaner, der Pena, von den Glasgow Rangers, also schottischen Liga. Dann hier Kaire von Argentinien, der Name sagt mir jetzt auch nichts, beziehungsweise der Spieler. Dann hier Jonestown von Aston Villa. Ich glaube, wenn ich mich alles täusche, habe ich jetzt vor kurzem gehört, dass Henry, also Thierry Henry, oder wie der ausgesprochen wird, das ist so ein Franzose, der auch bei Arsenal gespielt, war ja auch irgendwie Co-Trainer bei der belgischen Nationalmannschaft, dort in Aston Villa den Trainerposten übernimmt. Also ja, Aston Villa hat einen prominenten Trainer. Dann hier Duque, Kolumbianer, keine Ahnung. Michel von Real Valladolid aus der zweiten spanischen Liga. Dann wieder nur ein 73er, hier Svana Ken von Club Brügge aus Belgien. Jetzt aber vielleicht mal kommen wir rein. Und den kennen wir, den werden wahrscheinlich einige von euch können. Kennen, das ist Jaroslav Stropný, der Tscheche von Werder Bremen. Der wird dieses Jahr 39 Jahre alt und ist immer noch, ich glaube, dritter oder vierter Torwart bei Werder Bremen. Jetzt schauen wir weiter und dann ist 76 wieder ein Torwart. Wir haben schon einige Torwart, einmal den Schoenstone, dann den Drobny und jetzt hier Joel von Eibar aus der spanischen ersten Liga. Jetzt kommt. Und jetzt, das ist schon ein besserer Spieler. Jones von Manchester United. Aber jetzt, komm und. Jawohl, Elite! Und wir ziehen Cahill! Leute, was ist denn los? Wir ziehen den Elite-Spieler richtig nice. Boah. Endlich haben wir Packlack. Yes, 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 yes. Ist einfach so richtig geil. Boah, geil. Immer dieses Gefühl, wenn du siehst, es wird rot und dann kommt der Elite-Spieler. Dieses Gefühl ist so geil, weil es dann irgendwie so ein Zeitloop, wenn dieser rote Spieler rauskommt. Jawohl, jawohl, Leute, jawohl, sag ich nur. Okay, das hat mir erfolgreich geschafft. Deshalb, ja gut, ich würde sagen, stopp. Wir öffnen jetzt mal ein 35k-Set. Weil jetzt haben wir so einen geilen Spieler, da kriegen wir bestimmt 300-400k. Also wirklich cooler Spieler. Und jetzt mal 35.000, ich weiß, das ist hobbylos. Zwei Sets öffnen von diesen lächerlichen Packs da. Strine, ja gut, Alma der Alma. Österreicher von Austria Wien. Zwei noch. Ich bin gerade so happy über diesen Elite-Spieler, da haue ich mein Geld zur Not auch raus. Und hier sind wir sogar ein, ja gut, letztes. Einmal habe ich glaube ich sogar schon im Video, hatte ich in diesen 35k-Sets, hatte sogar schon meinen Elite-Spieler, also manchmal mit ganz viel Glück.
Weil zum Beispiel, ich glaube, das ist der Cody Fever Mobile, der hatte mal diesen gratis, der hat er sogar mal Messi gehabt. Also warum soll ich hier keine Elite-Spieler haben? Aber ich habe keinen, okay. Hier sind wir Puglioni von Sampdoria Genoa. Jetzt schauen wir gleich mal weiter. Hä? Was? Hä? Ich wollte doch gar kein Set öffnen. Habe ich ihn schon wieder verdrückt? So ein Dreck. Ich wollte kein Set öffnen. Ja, egal. Dann habe ich mich wahrscheinlich irgendwie verdrückt. Aber jetzt kommen wir zu einem besseren Teil. In der World Cup Phase. Und ich glaube, wenn ich mir einen Punkt fehlt mir noch, dann habe ich gleich 15 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. Von diesen Gruppe F Punkten. Und jetzt schauen wir gleich mal in die Gruppe F rein. Ich war zwar in den letzten Tagen nicht mehr ganz so aktiv dabei. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ja, wir haben 15 Punkte. Jetzt kriegen wir erstmal 75.000 Training XP und einen Gruppe F 88 Plus Spieler. Das heißt, wir haben entweder Koya Cheol, Mario Gomez, Roden oder Aquint. Klar, eigentlich ist es besser, wenn man einen deutschen Spieler hat, weil ich dann in mein Team setzen kann. Aber da ich das Team eh komplett aufgelöst habe mittlerweile, ist es glaube ich eh wurscht. Nicht damit ich Geld habe, habe ich mein ganzes Team aufgelöst. Also sind wir da einfach ganz entspannt, würde ich sagen. Mir ist es jetzt deutsch, ja. Ich frage, verkaufen kann man die eigentlich eh nicht. Also so spektakulär ist es jetzt ja auch nicht. Aber egal. So, jetzt schauen wir einfach mal. Hier sehen wir. Und wir ziehen Gomez. Geil. Wir ziehen Gomez. Geil. Bringt mir zwar nicht. Was kommt als nächstes? Für 5 Punkte kriege ich hier das. Dann der. Aha. Ich möchte schon, was der noch für Bonus kriegt. Gibt da irgendwas, was wirklich sich lohnen würde? Was gibt es ganz da hinten? Oh Gott, da, wie soll man da hinkommen? Das ist ja fast unmöglich. Gut. Ganz Sinn. Ja. Achso, da gibt's 6. Egal. Auf jeden Fall, wir können ja mal. Wobei, stopp. Ich möchte schauen, ob man den verkaufen kann. Ich glaube es zwar eher nicht. Ja, aber mei, was soll's. Geil. Den kann man verkaufen. Das ist natürlich cool. Schauen wir einfach mal, was der wert ist. Vielleicht ist er ja einiges wert. Mario Gomez, der deutsche Stürmer vom VfB Stuttgart. Jetzt geben wir mal ein Gomez. Ich hoffe, er findet den. Mein Gott, jetzt will ich nicht. Okay. Dann machen wir mal Position Sturm. Ich glaube, dass der vielleicht 200-300k wert ist. Mehr würde ich nicht sagen. Also glaube ich, Nation. Dann sehen wir Deutschland. Oder? Schauen wir mal, was das niedrigste Gebot ist. So, ich glaube, vielleicht im besten Fall 400k, aber mehr ist er, glaube ich, ja. Ja, aber ist ja okay. Dann stelle ich den einfach. Ich verkaufe die Spieler jetzt lieber schnell, weil ich glaube, in den letzten Tagen vom World Cup Modus werden die Preise eh komplett in den Keller fallen, weil da möchte jeder seine Spieler verkaufen, glaube ich. Von daher jetzt lieber hier. Diese hohe Coins-Anzahl nehme ich gerne mit. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch einmal ein Versus-Angriffsspiel. Und ich arbeite ja auch, ich versuche dann, dass ich ein Best-of von meinem Kanal mache. Und ja, der erste Step ist ja ein bisschen langwierig, weil ich muss ja quasi eigentlich so, ja, eigentlich alle Videos nochmal anschauen. Und dann die besten sehen mir erstmal, aufschreiben. Ich habe auch schon einige gesehen, habe ich sogar schon rausgefunden. Ich bin haben einige Videos, da habe ich bestimmt schon, ich schaue, wie viele ich habe. Ja, ich habe ungefähr schon so 10, 11 Szenen, mehr oder weniger gut. Und ja, dann mache ich so ein Best-of, das ist ja mein Ziel, dass ich das schaffe. Ich habe das auch gar nicht gesehen, ich habe gerade gar nicht geachtet, gegen was für ein Team ich spiele. Also ich habe gerade keine Ahnung, ob ich gegen ein gutes oder ein schlechtes Team spiele hier. Auf jeden Fall, ich schaue einfach mal, wie das klappt. Ich habe jetzt einige lustige Szenen, da kommen. Wenn alles so klappt, wie es klappen soll, dann werde ich also meine besten Packs, meine lustigsten Ausraster, dann auch die generell die lustigsten sehen und komm, mach den MVP, haut den rein. Der Weltmeister von Frankreich, jetzt Dele Alli. Also ich glaube, ich spiele jetzt so gegen ein 90er-Team, vermute ich jetzt einfach mal. Wobei, ich habe kaum tolle Chancen. So, jetzt hier Lewandowski, der wohl jetzt doch bei Bayern bleibt, ziemlich sicher. Ja.
ganz im Ernst, für andere Clubs eine Verpflichtung von Lewandowski wird für mich auch zum Beispiel für Real keinen Sinn machen, weil der trifft ja nur gegen den leichten Gegner. Der trifft zum Beispiel gegen Freiburg, aber da trifft auch Sandro Wagner oder andere relativ gute Stürmer. Und dann, wenn Real die Champions League gewinnen wollen, brauchen sie Lewandowski gar nicht verpflichten, weil gegen die Top-Clubs trifft er eh nicht, da bleibt er immer blass. So, jetzt hier Mané. Oh Gott, ich wollte drüber passen. Wie gesagt, das war's auch wieder. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei meinem Cousin Pixels Gaming Room vorbei. Der macht auch geile Videos, Packs Openings, FIFA-Tipps. Dann wird er wahrscheinlich auch bald Free Fire oder Fortnite Mobile spielen. Genau. Das war's dann eigentlich auch von mir. Ich bin raus. Und dann...